Okay. Okay. Bist bereit? Ja. Ja? Okay. Moin Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu dem nächsten Video. Diesmal mit der Unterstützung vom lieben Joel, der übrigens Geburtstag hatte. Aber andere Sache. Wir werden heute... Machen wir mal einen kleinen Schwenker hier. Die wundervollen Felgen hier montieren. Boah. Aber das werdet ihr schon beim David und beim lieben Sören im Video gesehen haben, die Felgen. Ja. Das wird auf jeden Fall unsere Arbeit sein für heute. Unter anderem noch das komplette Bike vom David einmal verkleidungstechnisch, sagen wir mal, demontieren und eine neue Verkleidung montieren. Welche das sein wird, das werdet ihr gleich sehen. So, wir packen jetzt erstmal das tolle Paket hier aus, was von DCC kam, beziehungsweise der David hat das mitgebracht. Guck mal, hier sehen wir ja direkt schon, boah, das sieht schon geil aus, auch eine schöne dicke Folie. Schauen wir mal ein bisschen an, was haben wir denn hier noch? Was werden wir denn also hier ein Verpackungsmaterial, da braucht kein Mensch. So, gucken wir mal. Boah. Die vorderen Teile. Einmal vorne rechts muss das, glaube ich, sein. Das ist vorne rechts, ja, genau. Fett aus. Kranker Scheiß. Krank, war sogar vorne links. So. Kranker Scheiß, ja, nicht wundern, hier ist alles boah. Chaos. Chaos. Mike's Sachen, meine Sachen, ein bisschen privat noch. Dahinter noch ganz viel privater Scheiß, da unten noch ganz viel Scheiße. Ich brauche mehr Platz. Viel mehr Platz. Aber egal. Ich muss damit leben, was ich habe. Und das ist halt so. Ja, ich würde sagen, ich fange vorne mit der Lichtmaske an. Und der Joel fängt hinten an. Ich glaube, ich stelle die Kamera ein bisschen gleich irgendwo hin und lasse einen kleinen Zeitraffer laufen und cutte hin und wieder mal ein bisschen. Ich würde sagen, wir sehen uns nachher wieder. So, fest. So, mal ein bisschen Platz hier. So Leute, wir sind jetzt soweit fertig. Der liebe David ist zeitgleich gerade innen drin ein paar Verkleidungsteile noch umbekleben und ein paar andere Dinge noch am erledigen. Genau, wenn ihr die Teile fertig habt, können wir die Teile auch montieren. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir müssen noch das alte Kettenrad runter machen, die Bremsscheibe hinten runter machen und die auf die neue Felge montieren. So, boah, die sind aber fest, ey. Bremsscheibe runter. So. Guck mal, sag mal bitte, wie geil die Schuhe sind. Krank. Aber sind nicht für dich. Klar sind die für mich, hey, die ich mir Farbe, gekauft. Digga. Ja, geil. Hä? Ist David, Digga. Ja, er weiß halt, was gut ist. Als dürfte ich jetzt kein Neon mehr tragen. Das ist nicht mal gelb. Ich hab die Farbe quasi erfunden. Ja. Morgen Termin. Wo ist 17 mein Video? Uhr. 17 Uhr morgen. Ja, mit dir. Du bist ja auch Neon-Mann. Voll ab, wie ich so. Nein, boah, mit nee, dir. Ja, mit dir, weil du bist ja auch Neon-Mann. Aber David hat das ja nicht zu tun. David versucht die Termine wieder zu klauen. Ach, Joel, halt doch mal fest hier. Tu mal weg. Ich tu dir gleich, tu mal weg hier. Du bist ja gar nicht richtig drauf. Doch. Okay, will ich nicht. So, überall nochmal rum. Hast du neue Bremsbeläge? Auch mit? Nee. Schlecht. Ja, reicht doch noch. Okay, ja. Ist die Scheibe schon im Arsch? Nein, die Scheibe ist nicht im Arsch. Du hast da noch ein bisschen was drauf, aber ich weiß noch, als wir in Frankfurt waren, war da Doppelte von dem drauf. Glatscher, ne? Ja, der kann ja sagen. So. Es ist, es ist einfach drin. Krank. Nee. Ja, Leute, war ein bisschen kompliziert gestern. Lange Nacht und so. Und der Umbau hat ein bisschen länger gedauert als gedacht.
Das Video werdet ihr zeitverzögert sehen, beziehungsweise versetzt. Das Video wird später hochkommen, also nicht wundern. Die Felgen haben wir gestern montiert, davon haben wir leider keine Aufnahmen gemacht, weil wie gesagt, es war spät abends und ich glaube, wir wollten einfach nur noch ins Bett. Ich war so tot, ich war so müde, ich kam gar nicht mehr klar. Ich wollte einfach nur noch ins Bett. Die ganze Zeit immer, kennst du das, wenn du so müde bist und die ganze Zeit in deinem Kopf geht wirklich immer wieder der Gedanke rum, boah, ins Bett, schlafen, 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 monoton die ganze Zeit. Definitiv. Ich war fucking done, wirklich. Aber, boah, ich finde, es hat sich gelohnt, oder? Definitiv, ich glaube, bis 2 Uhr oder so waren wir dran, ne? Mhm. Guck dir das an auf der Kamera allein schon. Ist heftig, oder? Was? Halt die Fresse. Auf der Kamera sieht das fast noch heftiger aus. Guck dir den FMF an, der sieht von der Farbe fast genauso aus wie das Dekor. Aussieht, krank. Ich finde, also wenn ich die Karre jetzt so sehe, ich meine, ich sehe die ja jeden Tag in Neongelb. Das ist ungewohnt. Das ist ein bisschen so, als würde ich irgendwie farbenblind sein. Ja? Oder wenn ich das auf dem Video sehe, auf der Kamera, als wäre die Kamera irgendwie defekt. Ja. Weil das ist ja das gleiche Design, aber eben in dieser Opalfarbe, so türkisblau. Das ist schon echt heftig. Ich finde es richtig schön. Und vor allem der FMF, wir können da nochmal eben anmachen. Boah. Der ist halt so geil. Mal Gang raus. Ja gut, der Motor ist nicht warm, aber ein bisschen hat man gehört. Ist einfach geil. Ich liebe das Ding. Vor allem, es geht so schnell. Ich habe den montiert. Heute Morgen noch. Stimmt, wir hatten gestern den alten Original-Kümmer demontiert und der David gestern ganz alleine den also, geil. Endschalldämpfer, du löst die Schraube hier, dann nimmst du das Plastikding ab, dann zwei Schrauben hier, klack, klack, zack, zack. Also es geht so schnell, ich würde sagen, selbst ein Laie kriegt das in unter 5 Minuten hin. Ja. No joke. Deswegen, ich glaube, ich mache den jetzt auch öfter dran. Ne, FMF ist was Gutes. Auf jeden Fall. Eine Sache noch. Ich finde das Dekor tatsächlich ein bisschen geiler als das Gelbe. Also ich finde es auch mega geil. Also ist man muss es halt auch. Ja, aber ja. Ich finde immer so, was Frisches ist immer geil. Auf jeden Fall bin ich ganz deiner Meinung. Deswegen habe ich das ja auch gemacht. So, das Projekt ist ja so ein bisschen entstanden, weil ich was Neues wollte, so ein bisschen frischen Wind. Aber trotzdem, ich erfreue mich an dem Neongelb immer so krass. Also jedes Mal wieder denke ich mir so, boah, wie geil das aussieht. Das finde ich auch ultra geil. Es sieht heftig aus, vor allem wenn man das dann in der Sonne sieht mit der Holofolie. So. Jetzt ist die Sonne natürlich weg, aber so ein das bisschen sieht man das noch schimmern. Ne? Das ist geil, aber irgendwie, ich weiß nicht, das war ja damals schon so. Dieses Neongelb, als ich klein war, Pelikanstifte, ich habe alles fucking markiert mit diesem Ding, weil ich den Farbton einfach so geil fand. Also Neongelb bleibt auf jeden Fall meins, aber das sieht trotzdem absolut Porno aus und es kommt selbst bei mir, obwohl ich Neongelb so liebe, super nah dran. Mhm. Geil. Ja, oder? Ja. Ja, 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 ja. Finde er gut. Ach, der Joel kann er eigentlich auch filmen. Joel. Ja, genau, so. Hier alle Mann drauf. Boah, ich bin gar nicht so weit. Ja, nochmal danke an dich, Digga. Ohne Scheiß. Können wir das Ding einladen? Ja, können wir machen. Können wir nicht. Jetzt nee, muss er die Sitzbank. Nicht? Wir können ja nicht Julias Sitzbank mitnehmen. Genau. Wir kommen ja morgen nochmal wieder, oder? Komm mal bist morgen. Denn da? Bist du morgen 17 Uhr? Ja gut, ich hoffe, ja, oder dann nehme ich die jetzt mit. Ja. Ja, dann nimmt er jetzt mit. Wink mal. Ja. Winken. Okay, tschüss. Tschüss. Ach, wir haben die Felgen gar nicht gezeigt. Krank, das Wichtigste überhaupt. Ja, dann zeig die nochmal kurz. Sören hält die. Joel? Komm hier, Joel, film mal so, die Felgen. So einen richtigen und du sagst Porn. Was zu den Felgen. Deine Meinung hier. Meine Meinung? Ja. Mega geil. Das hat's auf den Punkt gebracht. Perfekt, und damit krank. Ja, nee. Ich würde sagen, das war's für dieses Video. Mhm. Mehr können wir darüber nicht sagen. War komplizierter Videodreh, würde ich schon behaupten, aber auch ein chaotischer und ein geiler Videodreh. Definitiv. Voll. Ja. Ehrensache. Ja. Hat mir Spaß gemacht wieder. Mega geil. Ja. So Leute, das war's. Wie bei meinem Instagram-Post erwähnt, gibt's ein kleines Gewinnspiel für euch. Ihr könnt was gewinnen. Was genau, das erfahrt ihr unten in der Beschreibung. Wie alles abläuft, steht alles unten in der Beschreibung. Also nehmt dran teil, ihr könnt alles gewinnen. Zwei Dinge wird zu gewinnen gehen. Haut rein.